Jedes Alter. Mal. Okay. Also und für Stroll! Ist für Stroll! Nein, war das knapp! Nein, nicht weit, nicht weit! Hallihallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action zusammen mit meinem Bossa und Deko. Was geht, Mann? Wir haben eine Map und Cobra. Zwar heißt die Cobra und Cobra ist Programm, denn man muss in den Mund einer Cobra reinspringen und dort durch den Körper fahren. Ich hoffe, die Schlange hält das aus. Oh, das denke ich schon. So. Ist ja nicht so eine kleine Schlange wie deine, ne? Oh. Aber der eigentlich war der Dorf. Was meinst du? Ey. Ciao. Ciao. Hat sich wir sind uns im Ziel, ja? Hey, ich hab dir geholfen, Alter. Hauptsache, ich werd hier gedisst, wenn ich dir helfe. Nauzi, du Spaß. Scheiße. So, fahrt doch ruhig schneller da. Was macht ihr denn da für ein Film? Ich will den Deko weghauen. Also weghauen oder ne? Reicht das nicht. Wow. War ich gerade ein bisschen zu risky, weil ich den Weg wegklatschen will. Hauptsache, ich helfe dir am Anfang, Alter. Dreh ich nochmal richtig, lol. Lol, bin zu weit! Alle sind zu weit. Ich glaube, mit sowas können wir rechnen, da das Rennen Grundeinstellung Sportwagen hat. Wollen wir jetzt Supersportwagen nehmen? So, stimmt. Denke ich mal. Aber Hauptsache, das ist auch so ein Teil, so ein Container, den man reinfallen kann, wo man nicht rauskommt. Oh, schade, Mann! Soll ich runterkicken? Nein! Was für eine Scheiße! Wegen dessen ich dich runterkicken wollte, bin ich runtergefallen. Ja. Oh, schade, Mann! Kümmer dich um Deko! Kümmer dich doch um Deko, Mann! Please! Deko hat mir geholfen, wir sind fit, Junge! Bushi! Dankeschön! Nein! Was war das denn? Er hat mich einfach transportiert, Alter! Bushi! Nein! Nein! Ja! Fick dich, Marvin! Nein! Bitte, nein! Wie kannst du da eigentlich? Deko fällt hier hin und her, ne? Deko profitiert aber heftigst gerade. Ich weiß es nicht. Kann ich mal! Marvin lässt da vorbei, ich bin letzter, Alter! Was für Marvin vorbei? Ich will vielleicht auch mal einen Punkt kriegen, du sagst doch! Ich bin immer noch zwei Punkte hinter euch beiden! Runtergefallen? Oh, wie dämlich bin ich denn, Alter? Ich fahre das selber runter, Alter. Ich brauch gar keinen Troll. Die ganze Zeit, oh. Ah, schade, Mann. Ja, die Angst, Alter. Da war das Haselnüsslein gequetscht. Also, Deko, immer noch. Ey, ihr seid so weit vorne, will ich nur mal sagen, ne? Also. Aber noch kein Stoß, Mann! Wieder hin und her, hin und her. Alter, wie lange bist du da hin und her? So ein Trottel. Ich bin runter. Okay, ich bin mir auch selber. Ich hab das selber zuzuschreiben, bin ich so. Ich bin Zweiter. LOL! Dick, mal über hier! Ich bin schon wieder letzter, ich komm nicht nach vorne. Nein! Nein, oh Mann! Ja, Marvin ist weg. Ey, ich wollte Deko wegrammen. Alter, aber wie häufig lange man hier hin und her fahren muss, Alter, seriously. Hat das lange geladen gerade, please. Ciao! Alter! Was? Ey, wisst ihr, wie viel ich noch fahren muss? Ich muss noch zweimal hin und her und dann bin ich erst bei euch. Und? Alten Wichsgriffel, Alter. Jawohl, wir haben's! Du hast echt drauf geschafft? Haha, easy, Mann! Leute, beim zweiten Try war ich zu langsam. Oh, ich bin jetzt auch zu langsam! Nein, ich war zu langsam! Fuck! Komm, jetzt will ich aber jetzt schnell rüber! Das war meine Chance aufzuholen! Nein, ich flieg nach rechts weg, so eine Scheiße, Alter! Yeah. Oh, nein. Ich bin Dritter! Ich bin Dritter! First try, easy peasy! Ja, aber auch du weißt ja, dass du aufpassen musst! Na klar, Junge, ich weiß alles, weil ich der König der Hellseher bin! Warte mal, letzte Folge Cap oder so, ne? Also ist Cap ein Zigeuner? Da stimmt doch irgendwas nicht. Also Deko war in der letzten Folge nicht dabei. Hast du den Titel ja wir sind Hellseher. Marvin hat in einer Folge, die er nie beendet hat, hat er behauptet, sein Zukunfts-Ich hätte die Map schneller beendet. Es war auch so, Cap. Es war auch so. Nein, Marvin, es wird so gewesen sein. Und dann wolltest du dich revanchieren. Ja genau, es wird so gewesen sein sollen. Der gefällt mir.
Hier wird gespielt mit der deutschen Sprache, ey. Da drehen sich einem die Eier im Sack. Aber man braucht keine Raketen, er braucht keinen Stunt. Hier, Deutschtest, Alter. Ihr seid ja direkt an meinen Eiern, ey. Was ist denn los? Cunning Stunts, Deutschtest, Alter. Wer fällt durch und wer nicht? Also Marvin kann schon mal kein Deutsch. Also ich auch nicht, auf jeden Fall. Ich vertausche manchmal Artikel, ne, obwohl ich mein ganzes Leben lang in Deutschland lebe. Echt? Das mache ich absolut. Ja, Marvin? Ja, Marvin, mit der Auto. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Digga, Artikel vertauschen. Ja, wir spielen mit den Artikeln. Ich sage auch, der Sonne, die scheint in den Arsch. Das war richtig. Das ist ja auch richtig. Also, ne? Naja, ich habe der Sonne gesagt, also war nicht ganz richtig. Ne? Ist ja auch richtig. Und? Ah. Oh. Nein! Ja. Hä, wo muss ich hin? Ja. Habe ich einen Punkt nicht bekommen? Willst du mich ficken? Ja, Danny ist Erster! Du alter Ficklappen, Junge, jetzt hab ich dich! Ach, in die Mitte muss man oder was? Hä? Haha, fall runter! Hey, serious, nee. Muss man da echt in die Mitte rein? Ja. LOL! Nein, fahr da rüber! Ich will nicht mehr in der Mitte sein! Ja! Ich will nicht mehr! Was? Hauptsache Dickuts? First try oder was? Ey, seriously? Klaro! Ich komm hier nicht mehr raus! Ich komm hier nicht mehr raus! Der kommt immer wieder! So, ich bin hinter Deko und Deko hat gerade gefurzt. Das riecht richtig nach Scheiße. Marvin sagt in jeder Folge, dass er letztes Mal gesagt hat: Ach, Kev, hast du gefurzt? Deko, hast du gefurzt? Ganz ehrlich, wir wissen ganz genau, wer hier gefurzt hast, Marvin. Das bist du. Wer hier gefurzt hast! Und das war auch mal Bosser. Jedes Alter. Mal. Okay. Also und für Strike! Ist für Strike! Nein, war das knapp! Nein, nicht zu weit, nicht zu weit! Ey, das war fast first fucking try, Mann. Oh. Aber first try wäre schon derbe lucky gewesen, ey. Alter, Willi. Will ich wissen. Second try, aber richtig smooth rein, Alter. Richtig smooth reingebrezelt, ey. Nein! Cobra! Second try ist es auch nicht. Mach den Schnabel auf! Cobra! Nein, nicht first try. Ah. Nice! First try! Oben drüber! So. Nein, schon wieder so drüber! Oh, das ist so eine Stelle, Alter. Da ich Second Try geschafft habe, kann ich ordentlich Strecke gut machen. Aber ich hab so abgelenkt dadurch. Hier kann ich ordentlich Strecke gut machen jetzt. Wir müssen noch ein paar Mal verscheißen da und dann habe ich hier erstmal Pause. Da muss man einfach nur lucky den richtigen. Die richtige Geschwindigkeit treffen. Ja, vor allem, weil es ja auch für Sportwagen eigentlich ist. Ja! Es ist nicht für Supersportwagen. Ich hab's noch mehr abgeschätzt. Lange, nimm mich auf! Oh, Danny ist drin! Third try! Nice! In die Cobra rein! Hä, bist du nicht einmal zu hoch? Ich hab immer noch nicht! Ich hab schon den. Ich sag doch, third try! 12th try oder so! Der dritte war. Ach, third try! Ich hab. First try. Nee, mein Englisch, mein. Ich bin wie Professor. TH, Mann! TH in dein Gesicht! Ich hab letztens gelesen, Kev, dass sich jemand über dein Random beschwert hat. Random? Wieso? Weil du immer statt random, random sagst. Doom in your face, Alter. Das werde ich voll geladen. Digga, was verkehrt mit euch, Mann? Sie. Wen juckt das? Das sind first world. Also wenn jedes Mal, wenn du random sagst, dann juckt mein Arsch auch schon so ein bisschen. Ich sag doch nicht random, ich sag random. Doch, sagst du. Ich sag nicht random. Und ich sag Randall von Disney's große Pause. Jetzt halt die Schnauze, Mann. Gandalf, Alter. Was laberst du mich voll, Alter? Du gehörst auch nach Bayern, Gandalf, ich bin ein Zauberer, Digga. Ich zauber dir den Arschloch zu. Du gehörst nach Bayern. Oh. Da kannst du auch die Leute voll schwatzen, dass die anders reden sollen. Ich zaubere Kevs Arschloch zu und dann labert er mich. Ich finde es schön, wenn jeder so seine eigenen Akzente und Sprachzüge hat. Ich finde das schön. Ich mag die Bayern. Ja, grutzi, die ganze Bayern. Hey, hallo. Ihr beide holt euch jetzt eine Sandschaufel und dann kratzt euch erst nur Sand aus der Vagina, ja? Kev, und damit musst du mit deinem Akzentfetisch mal schön aus Sachsen. Was laufst du denn? Ich komm mit Akzent, Alter. Ich mit dem gerollten R. Ich bin der König des Akzents. Ganz ehrlich, ich hol euch erstmal ein Zimmer. Aber du hast und dann habt ihr keinen Druck mehr. Aber ja? Du sechselst nicht. Sechseln ist, glaube ich, das Ekligste, was ich kenne, Alter. Wieso werde ich jetzt eigentlich hier sprachlich vergewaltigt, Alter? Ja, warum sprachlich? Du wirst immer vergewaltigt. Lalalala. Ich hab echt 4 Milliarden Tries gemacht. Ihr seid wahrscheinlich gerade schon irgendwie auf Wolke 7. Ich glaube, ich bin jetzt in Runde 2. Mach 8 Minuten 49 oder so. Alter, ich fahre so Käse. Oh. Ein Stein auf der Grabenfläche, der fällt über den Stein. Ganz wichtig. Der Mann, der Stein. Also, es ist auf jeden Fall eigentlich alles ziemlich einfach. Die Cobra macht es. Die Cobra! Cobra ist geil, muss ich sagen. Cobra!
Ich hab's so random geschafft, ich weiß nicht, wie schnell ich sein muss, das ist das Problem. Das ist nicht das Cobra Dojo. Das Cobra Dojo von Karate Kid, wie heißt die Cobra Baba Dojo? Digga, das wäre eine Frage für Nerdquiz. Das schon. Aber das ist aus dem neuen Karate Kid Film, der ist nicht nerdig, der ist scheiße. Achso, okay. Ja. Ich glaube, es ist sicher. Obwohl Jackie Chan mitgespielt hat, ich. Eigentlich mag ich Jackie Chan. Jackie Chan ist übertrieben geil. Jackie Chan ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich habe mir letztens einen alten Film angeguckt. Vor allem, was geil ist, dass er kein Stunt-Double hat, ne? Ne, Alter, der hat auch schon so viele Gehirnerschütterungen und der hat sogar schon Wirbelbruch. Na, das lässt einem die Mutterbrust anstellen, das Gericht. Aber ja, ich war früher mal bin immer noch ein richtig krasser Fan von diesen ganzen alten Filmen, wo er immer irgendwo Putzmann ist und sauber macht nur und irgendwie dann anfängt Kung Fu zu lernen. Ja. Richtig geil, so Filme, Meister mit den gebrochenen Händen und so. Ja. Ey, wenn Deko über Jackie Chan redet, dann kriegt er direkt eine Beule in der Hose. Ist so. Ganz im Ernst, Alter, ich hab so viel, ich hab auch einige DVDs von ihm. Und ich hab nicht viele DVDs. Die anderen sind alle Filme, wo Ziegen es sich tun. Nee, sowas hab ich online. Ziegen es sich tun? Ja, ja. Mein Deutsch, ich sag's, heute ist meine sowas, Deutsch. Sowas finde ich online. Also, ich bin jetzt DVDs. in Runde 2. 2 Minuten Vorsprung hat Deko. Kev ist jetzt gerade angekommen. Ich bin jetzt erst auf dieser grünen Scheiße, Alter. Grüne Scheiße. Nein! Ich wollte dich rammen! Ich wollte extra ein bisschen Strecke abkürzen und von der Seite kommen, um mich wegzustoßen. Aber ich hau jetzt schon wieder hier ab. Was? Echt? Ich fahr gerade drauf, Deko ist durch. Ja, jetzt muss nur die Geschwindigkeit hier hinkriegen, die richtige. Machen die schnell die Runde zählt. Ja, jetzt wünschen wir uns aber hier. Komm, lass mich in Ruhe! Mann! Ey, please, und du fällst nicht mal runter, oder was? Naja, was heißt schnellste Runde zählt? Wir machen zumindest, schnellste Runde geht auch einen Punkt. Ja, hallo, wir dürfen uns doch trotzdem freuen, Alter. Was ist los mit dir? Nein, das ist verboten. Wie, das ist verboten, Alter? Mehr Mehl. Argument für alle. Mehr Mehl! Ich kenn's immer noch nicht. Das nein! Schön. Oh Mann, ey, jetzt wirklich nicht? Wenn die so viel Zeit, Ich kann nur sagen, Deko ist wieder fly wie ein Möwe. Ich bin am Durchrasieren. Unglaublich. Ich hoffe, ich schaff gleich die Kurve. Was hast du denn für ein Glitz? Bei jeder Scheiße, die du machst, fall ich runter. Please! Wir packen leckere Muffins. Ah, ja, ja, ich weiß. Hababababubaba. Genau so rede ich, die gute Dame. Und jetzt fall ich selber runter. Wie fahr ich denn wie Harry Potter wieder auf dem richtigen Hardboard hoch? Ah, oh, schade, ich muss gerade Ich wollte zu schnell weg. Scheiße. Ah, schade, da wartet der Hexer, mach eine extra Runde. Ja, ich bin doch dahin zum Respawn gekommen. Ja. Wieso werde ich die ganze Zeit eigentlich vollgelabert von Warten? Deko, sag mal, wenn du bei DJ Koma bist. Ja. Boah, das war smooth. Mega geil. Mega geil. Mega, Mann. Level Mega Hook. Argumon! Ich weiß noch, da am Anfang war das so eine richtige Random-Talk-Folge, glaube ich. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet? Am Anfang fand ich ja noch Digimon und so und Yu-Gi-Oh! Richtig geil. Aber dann irgendwann wurde es richtig abgespaced. Alter, Mega Ultra Super Anusmon, Alter. Todesdegutation zu Metall-Arschloch-Greymon. Level Hoden, Alter, wirklich. Am Anfang war das ja noch alles plausibel, aber bis. Digga, also Digimon war richtig geil. Digimon ja, war richtig, aber irgendwann aber mit den Digitationen wurde es echt ziemlich random. Vor allem, Alter. Ja, da denkst du dir, wieso kann er sich in der 4. Staffel oder 10. Staffel, wie auch immer die so weit sind, sich auf einmal in ich kack dir ins Gesichtmon verwandeln und davor konnte der das nicht. Also albern wirkt es jetzt, wo die Menschen sich in Digimon verwandeln können oder wie das heißt. Also richtig geil. Das war mit dem Ende, ne? Mit den schwarzen Zahnrädern, ja, das war geil. Please! Alter, ich komm nicht aus diesem Scheiß hier raus mit dem hohen runterfahren, Halfpipe. Ja, da hängt das. Ich bin in dieser schmalen Mittleren und komm nicht raus, Alter. Ich bin gleich da, Daddy. Oh. Daddy! Oh, Daddy, endlich, du. Alter, endlich hab ich's geschafft. So und jetzt? Alter, du bist so fucking weit. Hey, ich bin direkt hinter dir, komm, wenn ich die beiden Punkte jetzt schnell kriege. Bla bla bla. So, jetzt muss ich nur noch in die Mitte springen. Tatsächlich, bei dem mittleren hatte ich echt Probleme. Da habe ich mehrere, viele Tries gebraucht. Ja, da hatte ich beim ersten Problem. Aber so, jetzt auf First Try, ich bin drin. Deko, jetzt nicht schaffen, die Cobra zu. First Try raus und dann passt das. Ich muss jetzt First Try Cobra kriegen. Alter, ich werde wieder erst beim 20. Try schaffen. Und ich bin First Try raus, super.
Und hier ist gleich First Try! Schmutz! Ohne irgendwas zu berühren, Cobra! Das gibt's doch nicht! Ey, ihr seid so eine Vaginas, ey! Ihr seid so eine Vaginas! Alter, dann kommt er mir so mit seinem. Ey! Ey! Deko ist fly wie ein Möge! Fliegen kann er! Deko ist halt bekannt, dass er gern anderen Cobras umgeht von anderen Männern. Deswegen weiß er halt, wie er da ist. Kevin ist immer eifersüchtig, weil mir seine Cobra zu klein ist. Ich weiß nicht, ich wollte gerade ein Selfies machen. Hä? Scheiße, ich wollte gerade ein Selfies machen. Also, was? Das gibt's doch nicht! Und ich schaffe es auch First Try, ne? Was? Und ich hätte Deko gehabt. Oh Mann! Miese, dreckige Lacke. So, ich hab auch dieses Hin und Her. Ja, jetzt muss ich mich noch beeilen hier, Alter. Darf ja nicht rumchillen. Bin ich ja mal gespannt. Schaffe ich es auch First Try? Geben Sie Gas, Deko! Der Ziegenmann ist mit dir, fly wie ein Möwe! Das ist auch wieder typisch, das ist immer, immer so. Ich bin die ganze Zeit Erster. Und am Ende werde ich überholt und werde Letzter wahrscheinlich noch. Jetzt bin ich noch zu schnell gewesen, habe einen Punkt übersprungen. Siehst du, das ist wieder Dekos Glück, ist wieder hier. Das Ding ist, Skill zeigt sich halt über die ganze Zeit. LOL, auch First Try! LOL! Aber ich bin nicht schmuff durchgekommen, ich bin gerade so. Ich bin leicht unten auch gegengekommen, tatsächlich. Ich bin nirgendwo gegenkommen. Oh man, das ey, oh, ganz ehrlich. Oh, das könnte auch ein Satz sein von Dekos Schulkonferenz. Nee. Der Junge schafft keine Klasse, der ist einfach durchgeflogen. Was ist hier heute los, Alter? Wieso labern wir so wie Müll? Du bist doch immer Müll labern, ne? Bitte verarschen Sie mich nicht, Ziegenmann. Sie können mich nicht die ganze Zeit Erster werden lassen und dann hier noch mich wegficken. Nein! Der Ziegenmann wird mir aber rasieren. Ich muss meine Flyness beweisen. Flyness. Er wird dich rasieren, weil du ihn gesiezt hast. Flyness. Oh ja, ich finde, Flyness ist ein cooles Wort. Flyness. Oh, Flyness. Alter, Flyness. Guck mal, richtig schmuck. Flyness. Ich bin richtig schnell. Oh yeah. Deko, zieh dich mal, ich bin hinter dir. Digga. Exakt 20 Sekunden, Alter, das schaffe ich ja niemals. Ich bin nur noch gerade Strecke hier. Ihr könnt ruhig direkt ins Ziel fahren, damit ihr schaut, welche Runde schneller war. CC? Also, weil ich bin eh draußen, Bin ich jetzt gespannt, ich bin ziemlich schmuff durchgekommen, die Runde war nicht ganz perfekt. Naja, meine schlecht. Runde war leider auch nicht perfekt, ich habe ein paar Sprünge verkäkelt und bin irgendwo gegen gesprungen. Ja, dann würde ich ja doch ins Ziel kommen. Ah, oh, schade. Also, Marvin. Nee, ich kann ja bei mir schauen. Ich fahre ins Ziel. Dankeschön. Ja, meine Seite so, Deko fährt auch wieder jetzt ins Ziel, der Ziegenmann hat mich nicht mehr getroffen, also, Deko ist frei wie ein Möwe. Puh! Nein, ich Idiot! Deko, schau auf deine Zeit! Nein. Warum sind wir gleich? Dann haben wir jetzt den direkten Vergleich, das wäre cool. Keine Ahnung, 16.55 oder sowas. Boah, lol, ich vergesse das jedes Mal, dass diese hässliche Rampe hier scheiße gebaut ist. Ja. Oh, das hat so viel Zeit gekostet, ne? Come on! Ich dachte schon, ich meine hätte Zeit verloren, weil ich so langsam gefahren bin. Meine Zeit ist 7 Minuten und 15. Oh, ich hab's nicht mehr. Nein! Schau auf die Uhr, Marvin. Bei mir ist 7 Minuten 15 für die Runde. Die war schneller als die erste, glaube ich. 7 Minuten 15? Meine war diesmal auch schneller als die erste. Ich weiß aber nicht genau. Wo ist das hier? Wie steht's bei dir? Zeit? 7 Minuten 10 haben wir gleich. Ja, dann schaffst du es, glaube ich, nicht mehr. Bei mir. Nicht mehr. Wenn du über 7 Minuten 16 bist, dann ist. Jetzt habe ich 7 Minuten 16. Ja, okay. Ein paar Sekunden, guck mal, relativ. Muss an der Seite. Achso. Okay, ich wäre so bei 7 Minuten. 35 wahrscheinlich. Okay, ja, ich hab mir noch mal herzlichen Glückwunsch, Deko. Der Ziegenmann ist dir wohl gesonnen. Erster bin ich, aber habe ich auch die schnellste Runde. Ich fürchte fast nicht, aber wir werden es gleich sehen. Wir werden jetzt sehen. Ich kriege das dauert so lange, bis das zusammenzählt. Ziegenkrauler! Und? So. Oh, yes. 8 Minuten! Nein! Ich bin besser als Deko schnell, gewesen. Bist du richtig schnell. Alter, wie schnell war ich denn? Der Ziegenmann ist mir wohl gesonnen. Da hat mich das Rumspringen zu dem kleinen Teil hat mich weggefickt. Da hab ich mich mit weiß Gott. Mutschatz, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns mal wieder. Reingehauen. Mach's gut. Ciao.